Wir sind wieder da. Mit der Maficke. Nach der Aufnahme. Du erinnerst dich noch? Nein, natürlich nicht. Niemals. Auf keinen Fall. Ja, wir sind zurück mit einer der innovativsten, sozialkritischsten. Hessischsten. Ja. Und aktuellsten Bands der urbanen Unpopulärmusik. Im Endeffekt reden wir über eine Pennergang. Menasmus. Dope Jungs. Ich kann mich wegschmeißen bei dem Video. Ich hoffe, dass es genauso ist. Ich höre jetzt einfach mal zu. Mach weiter. Und wie gesagt, wir haben schon mal auf Maficke reagiert. Ihr habt es überraschend gut aufgenommen, weil wir waren... Wir haben es auch überraschend gut aufgenommen. Und von daher lasse ich mich jetzt überraschen, welches Kulturgut uns hier erwartet, weil es wird wieder ein unauslöschbarer Klassiker. Los. Warum du scheiße bist, weiß ich nicht. Wie ich gesagt habe, vielen Dank. Ich bin wie du nicht weißt, wie es mit dem Mund voll keinen Eiern ist. Da reichen doch schon die ersten zwei Sätze, um uns glücklich zu machen. Bruder. Mich noch ein Stückchen mehr als dich vielleicht. Wir haben über eine Stunde über ein wirklich tiefes Werk gesprochen. Und jetzt, ich hör auf damit, weiter, klar. Weiter. Perfekt. Schwanz in der Hand von deiner Bitch, weil ich hab sie heute Nacht vergefreiwilligt. Ich hab sie heute Nacht vergefreiwilligt. Wie was zur Ich habe sie vergefreiwilligt. Ich habe sie vergefreiwilligt, Alter. Was ist denn mit euch los, Brüder? Sehr, sehr geil. Wie kommt man denn auf sowas? Ich stelle die gleiche Frage, weil qualitativ mindestens genauso hochwertig. Wie lange musst du daran sitzen wie bei Kolle? So. Bis du auf dieses Wort kommst? Vergefreiwilligt? Vergefreiwilligt? Hab ich auch nie gehört, Alter. Vergewohltätigt kenne ich. Mach weiter. Warum du scheiße bist, weiß ich nicht. So wie du nicht weißt, wie es mit dem Mund voll keinen Eiern ist. Schwanz in der Hand von deiner Bitch, weil ich hab sie heute Nacht vergefreiwilligt. Deine Frau studiert Hure im 10. Semester. Deine Frau studiert Hure im 10. Semester. Bruder. Ich mach weiter. Und bitte guck in den See. Guck in den See. Schau nicht weg. Macht gerade im von mir gearschfickt werden ihren Bachelor. Du bist das Letzte wie bei Alphabeten Z. Ich finde Bier und du Männer Sperma lecker. Wir sind in aller Munde. Ich finde Bier du Sperma lecker. Münder sind voll aller Penis. Alle Sachen außer Wickhüler saufen und ficken und rauchen gefallen mir eh nicht. Kann keine Glühbirne einschrauben, doch bin gut darin, mich behindert zu saufen. Ich geh in den Puffen, mir ficken zu kaufen. Wickhüler Pilz. Rapper. Stell dir das bei einem Menasmus-Konzert vor. Mit einem halben Liter Bier in der Hand. Und es kommt genau zu der Hook. Ich schwöre dir, nach 10 Sekunden ist dein Bier leer. Und das von allen anderen auch. Es dauert keine 10 Sekunden. Bitte fick meine Mutter unter unser Instagram-Bild. Wir sind zu wild. Wir sind zu. Was hat der gesagt? Freunde. Was ist denn hier los, Alter? Hat er nicht gesagt, oder? Ich nenne es mal Vulgarism. Vulgarism, ja. Meine Mutter unter unser Instagram-Bild. Wir sind zu wild, wir sind zu wild. Ich will ne Mio Money hier für den Müll. Denn alle anderen Musiker wurden von ihren Vätern mit den Pimmeln gestillt. Freunde, wie kommt ihr darauf, dass irgendjemand von einem Vater Pimmel gestillt wurde? Ich meine, soll ja auch Eiweiß und Vitamin C haben. Ich habe. Alter, was ist denn hier? Alle anderen Rapper wurden von ihrem Vater. Mit Penis, was hat er gesagt? Ja, hör auf, ich möchte nicht. Penner Gang, Alarm, blown wie ein Harry. Cringeness Level. Ist gerade fremd cringen. Drink,
Ich piss auf die Bühne und Fans filmen mit der Handycam. Ihr seid alle lame, 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 lame. Nein, ich bin nicht entertained. Deine Mutter hat mehr Hair im Ass als eine ganze Metalband. Deine Mutter hat mehr Hair im Ass als eine ganze Metalband. Schon ist Jones glücklich. Deine Mom hat mehr Hair im Ass wie eine ganze Metalband. Vor allem Deutschrap, wenn ihr Punchlines braucht, ne, ruft Linus Moos an. Ich kann nicht mehr weiter. Pella Gang, alle am Blown wie ein Hurricane. Ich piss auf die Bühne und Fans filmen mit der Handycam. Ihr seid doch alle am Blown wie ein Hurricane. Wir haben vorhin gehört, sagt mich wie ein Monster Slushy auf der Rückbank. Ja, anderer Film. Der heißt nochmal anders. Lame, 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 nein, ich bin nicht entertained. Deine Mutter hat mehr Hair im Ass als eine ganze Metalband. Ey, ich verstecke mich in deinem Garten wie der Eierhase. Nur statt Schokolade dabei hab ich eine Knarre. Also besser komm nicht raus auf deine Scheißterrasse, weil ich sonst aus deinem arschgefickten Körper eine Leiche mache. Meine Freunde, eine Bande Penner. Aber boah, ich glaube, die hatten einfach eine ganz schlechte Nacht. Ich glaube, die waren schlecht drauf. Ja. Also so ziemlich scheiße drauf. Puh. Das ist nicht mit Maficke zu vergleichen. Also vom Vibe her. So. Das ist ziemlich durch. Das spielt in seiner eigenen Liga gerade. Ja, ja, das baut sich gerade eine eigene Sportart. Mhm. Wie heißt das Bier nochmal? Die eigene Cringe-Liga. Aber es unterhält mich sehr. Premier Cringe. Bro, hot, hol den Wasserlöscher. Ich saufe schon Montag wie an Silvester und krieg dafür Applaus wie eine Krankenschwester. Du fickst nur Hunde wie John Wick. Ich chill im Maserati Cockpit. Du fickst nur Hunde wie John Wick. Schau dich den Film an. Ja, oder das letzte KIZ-Video, das wir gemacht haben. Da. Ja, Mann. Machete aus meinem Fenster und hoffe, dass die Bosse seinen Kopf trifft. Ich bin ein Taugenichts, denn ich tauge nichts. Ich mach es nicht, wenn es nicht saufen ist. Penner Gang Gang. Frauen kauen die Pimmel wie Kaugummis. Ich bin total außer mir, weil ich hasse alle Menschen außer mir. Hasse alle Getränke außer Bier. Tribal Tattoo auf der Autotür. Ich flieg deine Frau auf Tour. Das war ja fast die schlimmste Line bis jetzt, oder? Tribal Tattoo auf der Autotür. Allein das Wort Tribal, Alter. Ja, das ist Summerstand, glaube ich, ne? Das ist ungefähr wie Tribal ist einfallslose Scheiße. Ja, es ist ungefähr so wie der Dorf-Ingo von damals, der bis heute immer noch gern Opel und Co. tuned. Ja? Ich nenne sie die Edeltuner. Ciao. Kennst du jemanden? Lügen, ich hab in mir nie keine Drogen drin. Wie Kühler, kein Kokain. Wie Kühler, kein Cola-Bier. Motiviert wie eine Honigbiene. Versaufe ich meine Monatsmiete. Wir tun die Scheiße hier komponieren. Und dann verbreiten wir Coronaviren. Pella Gang, alle am Blown wie ein Hurricane. Ich piss auf die Bühne und Fans filmen mit der Handycam. Ihr seid alle lame, 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 lame. Nein, ich bin nicht entertained. Deine Mutter hat mehr Hair im Ass als eine ganze Metalband. Ich finde diesen Part mit dem lame, 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 lame erinnert mich ganz krass an Flizzy. An Flizzy? Ja. Bei was? Ja, vergangene Tracks von ihm, so diese ganzen Trap-Releases. Übelst. Hey, Penner Gang, Penner Gang, Penner Gang. Piss auf die Bühne und Fans filmen mit der Handycam. Ihr seid alle lame, 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 lame. Deine Mutter hat mehr Hair im Ass. Boah, der Beat ist schon geil, oder? Oh. Ja, am 4. Aha. März 2022, Digga. Und übrigens, warte, so. Biersorten. Alles im Karten, kalte Getränke, Aufladekarten. Viele verschiedene Biersorten, alles wichtig, im Karten, kalte wichtig, Getränke. Wichtig, Kaffee to go und Tabakwaren. Ja, Mann, Süßwaren und Eis, 24 Stunden geöffnet, Bruder. Beste.
Ich lasse dir den Vortritt. Ich kann nicht. Ja, also Entertainment-Faktor ist hoch. Ansonsten kann ich aber diesmal keinen Dope geben. Entertainment-Faktor ist richtig hoch. Ich musste echt oft lachen und werde dem Ganzen aber auch keinen Dope geben, aber trotzdem ist es... Es liegt daran, die Lines waren das letzte Mal wesentlich durchdachter, außer wir schaffen es jetzt wieder nicht, den tieferen Sinn zu finden. Aber hat mich diesmal nicht so abgeholt. Ich habe gelacht, ja. Aber meistens aus... Scham? Nee. Unter anderem? Nee. Sondern nein? Eher, nee. Also, manche Sachen können auch von mir kommen, wenn ich im richtigen Modus bin, aber... Nee, ist nicht mein Vibe. Das da war jetzt nicht mein Film. Bin ich bei dir. Trotzdem, es hat uns Spaß gemacht. Ja. Komm, wann mussten wir das letzte Mal so lachen? Wegen einzelnen Lines. Ist schon ein bisschen her. Ist ein bisschen her. Ja. Ne? Auf jeden Fall. Liebe geht trotzdem raus am Menasmos. So sieht's aus. Die Jungs, wir werden uns euer nächstes Video auch wiedergeben, denn wir sind loyale Motherfucker. Ja, ich hab's schon ein paar Mal gesagt, aber ist true. Ja, und eigentlich finden wir euch auch ganz gut. Ja. Ne? Maficker. Guck mal. So, vielen, vielen Dank. Eventuell kommt noch was, wir glauben aber nicht, weil das OG Kimo Album Release sehr viel Zeit gefressen hat. Ihr könnt euch vorstellen, es hat keine 20 Minuten gedauert. Ne, es dauert halt niemals 20 Minuten so. Manche machen das ganze Album in anderthalb Stunden durch. Big Boy und Sherlock brauchen halt fürs halbe Album anderthalb Stunden. Es ist unglaublich. Aber sind wir wieder dabei. Wer lang hat, lässt lang hängen, meine Freunde. Auch dafür habe ich ihn. Meine FreundInnen. Und ich habe dran gedacht. Bester. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Drei Releases. Nur, aber trotzdem sehr viel Material, wenn man die Gesamtdauer sieht. Genießt die Zeit, folgt uns doch einfach. Folgt. We are Dope and Nope, der wundervolle Sherlock Jones. Sind wir wirklich, ne? Und Big Boy Watson. Ja. Auf Insta. Und weil immer wieder Leute fragen, ihr könnt über Insta-DMs oder über unseren Facebook-Shop eure Merch-Artikel bestellen. Ordern. Und wir werden eventuell auch unser Sortiment erweitern. Mhm. Mhm. Schauen wir mal. Aber wir brauchen Zeit. Schönheit braucht Zeit. Nicht nur Schönheit, sondern auch sinnvolle Produkte. Denn was will ich euch denn eine Gürteltasche mit Dope or Nope zur Verfügung stellen, wenn ich sie mir nicht selber umschnallen kann? Think about it. Demnächst der Dope or Nope Strap-On. Ciao.